Das ist jetzt soweit. Frage ich an der Stelle auch in den großen Raum ganz herzlich willkommen hier beim 8 vor 8. Wir haben jetzt schon ein bisschen nach 8, aber nichtsdestotrotz, wir haben uns vorbereitet, innerlich ausgerichtet und auch eine Kerze vorbereitet. Und wir beginnen zunächst mit dieser kleinen Handlung und gehen einfach für einen Moment in die Stille, nehmen unsere Kerze im Außen, äußere Licht. Dann würde ich euch bitten, dieses äußere Licht jetzt anzuzünden. Und dann einfach für einen Moment zu betrachten. Die Kerzenflamme bewegt sich. Aber sie bewegt sich in der Stille. Und so richten wir unsere Aufmerksamkeit, wenn wir weiter die Kerzenflamme beobachten, auf die Stille. Und so, wie in der Stille diese kleine Kerzenflamme zu sehen ist, liegt auch in der Stille im Bewusstsein das innere Licht. Und mit dem inneren Licht wird alles wahrgenommen. Selbst die Dunkelheit. Und nichts kann dieses innere Licht, das ewig leuchtet und sich nicht verändert und immer da ist, in irgendeiner Weise ändern. Und der Ort, von dem wir diese Kerzenflamme nun anschauen, ist genau dieses innere Licht. Und im Bewusstsein, dass ich dieses innere Licht bin, beginne ich Schritt für Schritt alles einzuweihen. Alles ins Vertrauen einzuschließen. Ich weihe den Raum. Ich weihe die Zeit. Ich weihe meine Person. Mein Ich als Mensch. Ich weihe meinen Verstand. Ich weihe meine Gedanken. Ganz so, wie sie jetzt sind. Ich weihe meine Emotionen. Egal, wie sie auch heißen. Ich weihe
Mein Körper. Jeden Teil davon. Ich weihe alle, die ich kenne. Egal, ob sie mir nahe sind oder fern. Ich weihe alle, die ich nicht kenne. Ich weihe alle Lebewesen dieser Erde. Ich weihe alle Pflanzen dieser Erde. Alle Elemente. Ich weihe die Erde selbst. Und den Raum, der die Erde umgibt. Den Mond. Die Planeten. Die Sonne, die ganze Galaxie, den Raum darüber hinaus. Ich weihe das ganze Universum, alles, was sich darin darüber hinaus befindet. Ich weihe den Raum, die Zeit, alles, was innerhalb und außerhalb ist. Und so habe ich schließlich alles in mein Bewusstsein eingeweiht. Und mein inneres Licht kann dies jederzeit, immer. Und das Wissen um dieses innere Licht, was ich bin, was die Welt strahlen lässt. Lässt mich im Wissen, dass dieses Licht untrennbar ist von Liebe, von Frieden und Freude. In diesem Wissen betrachte ich nun in der Stille diese Kerzenflamme. In diesem Licht, in diesem Gewahrsein, auch die Erfahrung, nicht getrennt zu sein, wenn ich keine Grenzen ziehe, würde ich gerne die Worte von Kurt
sprechen in diesen Raum ein Weihnachtsgeschenk. Weihnachten ist die dunkelste Zeit im Jahr. Wir ärgern uns nicht darüber, machen uns keine Sorgen, sondern zünden ein Licht an. Wir machen das ganz selbstverständlich, wenn wir in einen dunklen Raum kommen und bemerken gar nicht das Wunder. Es ist unsere ganz private Sonnenwendfeier. Genau das sollten wir immer in unserem Leben machen. Wenn etwas nicht so ist, wie es sein sollte, wir ändern es. Das Leben erwartet von uns, dass wir die Welt ein bisschen besser machen, als wir sie vorfinden. Dass die Welt durch unsere Anwesenheit ein bisschen besser wird. Weihnachten machen wir Geschenke. Warum nicht auch uns selbst? Schenken wir uns doch Achtsamkeit. Tun wir das, was wir tun, ganz bewusst. Beginnen wir mit dem Loslassen. Lassen wir ganz bewusst los, was nicht mehr in unser Leben gehört. Das ist das Ärgern, das nicht hilft, aber alles nur Ärger macht. Oder sich Sorgen machen. Das hilft keinem, belastet nur. Sorgen wir doch einfach dafür, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, indem wir ändern, was nicht stimmt, und helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Lassen wir einfach alles Unwesentliche und Unvollkommene los. Und wenn wir das Letzte losgelassen haben, sind wir vollkommen. Sind wir doch das Licht, das die Welt braucht. Helfen wir den anderen, das Licht in sich selbst zu entzünden. Schenken wir uns doch Bewusstsein. Und erkennen, das ist unser wahres Wesen und leben bewusst in der Wirklichkeit unseres wahren Seins. Und wenn wir uns als Aufgabe gelöst haben, können wir den Blick heben und sehen, was die Welt braucht. Dazu sollten wir in der Wahrnehmung sein. Besser, wir sind ständig online, eins mit dem einen Sein und lassen uns von der universellen Weisheit führen und tun somit stets das Richtige. Plötzlich ist das Leben ganz einfach. Das ganze Leben wird zu einem Geschenk und zur Freude. Und wir haben uns das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht. Wir sind bei uns selbst angekommen. Sind Sie bereit? Also jetzt sieht sich, weil es sehr kurz ein Text. Sind Sie bereit? Ich meine jetzt. Kommen Sie doch rein. Die Tür ist offen und Sie sind willkommen. Mit Herzen, Seelen, Bewusstseinsgrüßen von Kurt. Der übrigens so sehr hier das genießt und schätzt, dieses Feld derer, die sich darüber bewusst sind, Teil der neuen Menschheit zu sein, die bereit sind, wirklich präsent zu sein, auf ihre Art und Weise. Und für ihn ist es wirklich so eine neue Erfahrung, sagt er mir immer wieder, das hat er noch nicht erlebt. Und das ist wie ein Wunder und
Er ist ja so ein Vorpirscher, der über so viele Jahre, damals ja noch ziemlich allein auf weitem Feld, und ja, er ist so dankbar, erleben zu dürfen, wie viele bereit sind, wirklich wach zu werden, sich zu erinnern, wer wir sind und weshalb wir da sind. Ist auch hier immer wieder ganz schön, dass wir in der ganzen Zeit immer wieder neu reinkommen. Also ich bin hier die ganze Zeit immer ja im Warteraum und lasse euch wieder rein. Und so erlebe ich das auch. Wir werden einfach immer mehr oder immer mehr hören und spüren den Ruf und sagen, ja, bin auch dabei. Und es ist so leicht, es ist keine Anstrengung, es ist so selbstverständlich, es ist so. Es ist einfach so. Und gerade jetzt zu Weihnachten, ich kenne ja so viele Menschen, die nicht christlich, also die nicht aus der christlichen Kultur sind. Und letztendlich geht es ja in jeder Religion, in jeder Kultur um das Göttliche, um das Licht, um den Frieden. Ja. Remochi, wir haben von dir bis heute nur Klänge gehört. Ich bin heute sehr in diesem Klangraum tatsächlich. Ganz viele Worte wurden schon gesprochen in diesem Jahr und in dieser letzten Zeit. Und ich fühle das tatsächlich so, wie das jetzt auch war mit diesem Loslassen. Es beginnt schon. Also, dass da wirklich Gedanken nicht mehr so klar sind, nicht mehr so scharf gedacht werden muss jetzt, weil es gibt nichts zu tun, was wir ja wissen. Und trotzdem beginnt die Energie sich aufzulösen jetzt langsam gegen Jahresende. Dieses Ich muss noch das und das steht noch an und es macht Raum für dieses Erkennen in einer noch weiteren Form. Ja, wieso bin ich hier? Was soll das alles? Und gleichzeitig ist es viel mehr ein Fühlen, ein eben Eintauchen, wie das Klänge wunderschön ermöglichen, ein Zerfließen und eine Unschärfe, die aber gleichzeitig nährend ist, die hilft, diese Vollkommenheit zu spüren. Weil mit dieser Schärfe im Verstand spüren wir die nicht. Das möchte wirklich ins Herz kommen, möchte getragen werden von Klang oder von Natur oder einfach von diesem Zusammensein ohne Worte oder ohne Anspruch auch. Also wenn wir Menschen treffen, vielleicht in diesen Tagen, dass dieses Sein so wichtig sein darf und eben nicht der Austausch oder die Worte, die gesprochen werden, sondern einfach nur zu spüren, wir sind jetzt zusammen hier, wir teilen ein Stück des Weges unserer Reise in diesem Leben und dass das einfach sehr, sehr wertvoll ist und einzigartig und dass der Moment nie mehr kommt. Ja, also das waren meine Worte, die du gefragt hast. Ich würde jetzt gerne gerade mit ein paar Klängen weitermachen. Einfach das, was kommt, war jetzt der Impuls. Weil wenn ich, solange ich spreche, dann bin ich halt auch wieder im Kopf. Dann ist es immer so eine Gratwanderung zwischen Spüren, Sein und halt doch
empfangen und senden. Jederzeit. Ja, und während Remo die Klänge für uns in den Raum gibt, können wir nach innen lauschen auf den Klang unseres Herzens, unseres Seins, dem Lied unseres Herzens, unserer Seele. Können uns vielleicht fragen, vor weit über 2000 Jahren wurde Christus in Jesus geboren. Was ist es, was durch mich geboren werden möchte oder in mir das Licht der Welt erblicken möchte? Dieser Christus, das Licht in mir, das ich bin. Also was ist es in mir, in meinem Leben, was ich ja in die Welt bringen möchte? Wofür bin ich bereit, dass das jetzt in Erscheinung treten darf? Welcher Teil von mir darf jetzt ins Licht treten? Vielleicht eben aus der Dunkelheit, aus dem Verborgenen, darf es jetzt ins Licht
So, was möchte denn durch unsere an in mir und durch mich in die Welt kommen? Und auch dort, wie es damals war, wie es überliefert wurde, im Stall. Also es braucht auch einen geschützten Raum. Und manchmal habe ich das Gefühl, hier unser Feld ist auch so ein geschützter Raum, wo das, was wir wirklich sind, jetzt in Erscheinung treten darf. Wo ich mich zeigen darf in meinem Licht, in meinem Wunder. Wir alle sind ein Wunder. Das für mich anzuerkennen, meine Einzigartigkeit, das Wunder, das ich bin. Und das ins Leben, in diese Welt zu bringen. Im Miteinander. Und jeder Einzelne ist so wichtig. Jeder Einzelne speist das ganze Feld. Und jeder Moment, wo ich Liebe und Frieden in mir spüren kann und das vielleicht auch leben kann, zum Ausdruck bringen kann, hat so viel auch Auswirkungen, nicht nur für mich, sondern für die Welt, für die Menschheit, für die Zeit. Und deswegen ist jeder wichtig. Aber nicht, also es ist keine Last, sondern es ist ja eine Freude, das sein zu dürfen. Jetzt dürfen wir es sein. Jetzt dürfen wir es sein. Und vielleicht wird gerade in dieser Zeit dieses Weihnachten für uns alle ein Weihnachten werden, wo wir wissen, egal was im Außen ist, es liegt an mir, mich an mein Licht zu erinnern, mich für die Liebe zu entscheiden, in Frieden zu sein mit dem, was ist. Die Prüfung haben wir jetzt alle abzulegen. In Frieden zu sein, einverstanden zu sein, zu wissen ganz tief, es ist in Ordnung, was geschieht. Und das lässt den Frieden in mir erfahren. Und das ist unser Beitrag. Egal was ist, es liegt an mir, mich auf das Licht, auf die Liebe, auf den Frieden, auf die Stille zu besinnen. Und wenn ich mir dafür eine Kerze nehme, wie Marie Trio das so vorhin wunderschön angeleitet hat und mir, ja, mir bewusst zu machen, wer ich wirklich bin. Und wenn der Raum noch so dunkel ist, wie Kurt es beschrieben hat, eine Kerze erhält den ganzen Raum. Und was haben wir erst da für eine Macht auch? Remo, jetzt kommt aber was bei dir, noch mehr als Klänge. Magst du es teilen? Also ich hatte jetzt gerade diese Erinnerung, als du das gesagt hast mit dieser Kerze. Je dunkler die Zeit wird, also ich spreche jetzt von der Winterzeit, desto kraftvoller wird die Erfahrung, ein Licht zu haben und letztendlich ein Licht zu sein. Das ist eine ganz spezielle Zeit, wo wir jetzt sind. Einerseits sind wir sehr bewusst dieser kalten Zeit, also eben
von der Natur bedingt, aber auch vielleicht, was alles geschieht. Es macht uns alles empfindlicher. Und in diesem Moment ein Licht zu haben und das zu entzünden und dann zu erleben, was der Unterschied ist, das kann man eigentlich nur in einer solchen Zeit, in dieser Intensität erfahren, weil es sonst der Kontrast viel weniger da ist. Es ist selbstverständlich im Sommer. Das Licht geht, wenn ich schlafen gehe, und es kommt schon, bevor ich aufwache, für manche. Und was wir jetzt haben, ist eine ganz einzigartige Erfahrung. Und eben auch in diesem Raum, was du so schön gesagt hast, Nada, da eintreten zu dürfen in dieses Licht, dieses gefühlte Licht. Man kann ja Licht auch fühlen, also so geht es mir zumindest, dieses Gefühl von, es ist eine Orientierung und es ist eine Wärme und eben dieses Strahlen und auch dieses Reflektieren in den Augen von euch allen, auch wenn es ein unsichtbares Licht ist oder nicht so, wie wir das gewohnt sind mit Kerze oder Lampe, dieses Reflektieren, wo wir uns gegenseitig wahrnehmen auf dieser unsichtbaren Ebene und dann als Antwort in unseren Augen lesen, spüren, dass eben dieses Licht fließt und dieser Raum hell und heller wird und leuchtet, so wie das in unseren Harmony Live Zoom immer so schön ist. Wir kommen zusammen, jeder hat sein Licht. Und genau dann, wenn wir loslassen, wenn wir ganz eben da sind, dann ist dieses Strahlen plötzlich so stark und es dehnt sich aus und es kommt eine Freude und es macht so eine Wärme im Herzen. Und jetzt kommt das von mir ganz stark. Es ist so eine unglaubliche Energie von diesem, ja, ich will leben und ich bin genau zur richtigen Zeit hier. Und es ist so ein Geschenk, dass ich jetzt da dabei bin, dass die Global Harmony Unity den Weg ans Licht dieser Welt gefunden hat. Also ich bin jetzt wirklich gerade total von dieser Energie. Ich weiß gar nicht, es fällt schon wieder schwierig zu sprechen. Also es ist so eine große Freude, als gäbe es eigentlich noch beinahe zu wenig Platz für dieses Licht. Das möchte noch so viel mehr kommen und mehr Menschen, die sich eben finden mit dieser Resonanz und einfach spüren, dass man strahlen darf und dass es das Natürlichste der Welt ist. Und das kann schon am Morgen sein, es kann aber auch erst gegen Abend kommen. Ja, einfach immer wieder zu wissen, auch dass dieser Raum, wie wir ihn jetzt hier erleben, der ist immer da. Wir dürfen, auch wenn wir vielleicht am Montag uns schon auf den Donnerstag freuen, einfach uns gedanklich einschwingen auf dieses Harmony Life Gefühl, auf diese Verbindung, wie wir das ja auch immer zu unseren fixen Zeiten um 8, um 1 und um 8 tun. Das ist immer da, dieses Strahlen, das hört nicht auf, nur weil wir den Zoom-Raum verlassen. Das ist wieder diese Vorratskammer, das baut sich auf und je mehr wir das stärken, desto schneller kann jede einzelne Person kann sich da wieder rückverbinden und einfach einklinken. Allein schon die Erinnerung daran, wie schön das jetzt gerade ist hier. Allein schon diese Erinnerung entzündet dieses Licht wieder mehr und macht einfach Freude und Dankbarkeit. So schön, dass ihr da seid. Ganz vielen Dank. Habt ihr eigentlich schon gelacht heute? Das ist auch gerade ein witziger Impuls. Habt ihr schon mal gelacht heute? So richtig gelacht?
Weil das darf auch sein, neben all dem, was wir hier bewirken, was wir da tun, ja, für Weihnachten, für morgen mit der Familie und all diese Wünsche, wie es sein sollte. Und auch vielleicht, wenn es jetzt gerade schwierig ist, sich zu verbinden mit Menschen, weil es da gewisse ja, Möglichkeiten gibt, die halt nicht das fördern, aber einfach trotzdem wieder zu lachen und zu vergessen und einfach dieses Loslassen, dieses, ah, ich bin jetzt gerade hier, mit jedem Atemzug wird es leichter und leicht und ich freue mich auf alles, was kommt. Ja, und was so schön ist, keiner kann uns verbieten, uns im Herzen zu treffen und zu verbinden und hier in der Seele, das kann uns keiner nehmen. Ja. Und das ist sowieso ja die innigste Begegnung. Also teilweise erlebe ich das jetzt so, ist scheinbar digital, aber es ist eine innigere und nähere Begegnung, als es oft ist, wenn man im Außen zusammen ist. Und das kann uns einfach gar niemand nehmen, überhaupt gar niemand. Ja, danke, Remoji. Danke, Nada. Und die es ist große so schön, Freude, wie man spielen kann. Man kann so wie mit Bällen jonglieren mit dieser Energie. Und hier kommt ein Stückchen Herz und da kommt ein Stückchen Herz und das verschmilzt und es werden immer mehr Bälle. Und es gibt so dieses, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bälle es schon in der Luft sind. Und wenn man das von außen betrachtet, ist es so wie so ein Springbrunnen, der halt spielt und hüpft. Und ja, die Bälle kommen wieder, die sind angezogen von dieser Erde, die halt die Schwere auch hat. Und whoops, schon fliegen sie wieder nach oben. Genau, so wie die Schneeflocken oder auch wie Klänge oder Farben, die einfach so frei sind, so wie wir sind. Ja, dieser Tanz, dieses ewige wieder neu und ohne Ziel, das ist so schön. Die Freude zu sein und nicht jemand sein zu müssen, sondern einfach. Und das ist so schön, weil wir müssen gar nichts tun. Wir sind ja schon da. Ja. Wir müssen auch gar nicht so genau wissen, wieso wir da sind. Es wird immer besser. Je mehr wir vergessen, warum wir eigentlich da sind, desto leichter wird es und desto lustiger irgendwie auch. Wir können uns wieder so kindlich freuen, weil wir vergessen ja, was wir eigentlich wollen. Wir vergessen unsere Absicht, weil wir sind ja einfach nur. Und dann wird es so, dass wir ganz nahe dieser Quelle, die einfach sprudelt und frei ist und nährt und auch wieder dieses Zusammenfließen. Ja. Ach, wie schön. Ich finde vor lauter Dunkelheit mein Glas gar nicht. Ich krieg Durst. Ach, ihr Lieben. Das kommt mir vor, Remo, du bist jetzt so richtig aufgeleuchtet und in dieser Wärme einfach nur da zu sitzen und das wahrzunehmen, das ist so schön. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist wie auf einer energetischen Ebene ein Musikkonzert zu genießen in dem Sinne. Und das Schöne ist, das kann jeder, sobald dieses Licht in der Stille erinnert ist und dann das aufstrahlt, dann wird es automatisch witzig, super klasse, keine Ahnung. Also es fließt dann einfach und das spürt man auch. Du könntest jetzt auf dem Mond sitzen, das wäre trotzdem zu spüren. Du bist trotzdem im Feld, es ist so schön. Und ganz, ganz herzlichen Dank. Also wirklich fantastisch. Auch Nada, ganz, ganz herzlichen Dank. Wirklich unglaublich schön und auch ganz toll vorgelesen. Also den schönen Weihnachtsgruß mit der Weihnacht und das innere Licht kann auch in dem Sinne alles einweihen und insbesondere auch da, wo das Licht scheinbar überhaupt nicht da ist, in der Nacht. Auch da ist einiges los. Und insbesondere die Nacht, das scheinbare Gegenteil von Licht, es ist ja nicht das Gegenteil,
da ist nur ein bisschen weniger Licht da, aber auch die Nacht zu weihen mit dem inneren Licht ist in dem Sinn eine Analogie, um auch die Dinge einzuweihen und zu weihen, die ein bisschen im Dunkeln liegen, die vielleicht unbekannt sind, wo vielleicht ein bisschen Angst ist. Auch die Angst lässt sich weihen. Die Angst ist was Wundervolles, sie hat eine Funktion. Der Schmerz hat eine Funktion. All diese Dinge, die man so ein bisschen gerne im Dunkeln lässt, auch einzuweihen und zu weihen. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Thema der Weihnacht. Alle Verbindungen wieder zu erinnern. Wir sind immer verbunden. Wir waren auch nie getrennt. Es ist gar nicht möglich. Sich daran zu erinnern, einfach zu erkennen, ich bin hier, ich bin jetzt. Und das auch in anderen zu erkennen. Das macht dann das Spiel möglich. Hier und jetzt. Da sind alle willkommen und alle auch eingeweiht in diese Spielregeln. Ich bin hier, mehr nicht. Danke, dass ihr da seid. Danke, danke, danke. Ja, es haben sich zwei noch gemeldet. Wollen wir sie noch hören oder wollen wir in die Weihnacht gehen? Maritrio? Ich würde vorschlagen, wir können das Feld auch eröffnen und hören, was die Lichtlein so bringen. Liebe Afsene, wenn du gerne magst, bitte noch dein Mikro öffnen. Genau. Tief in mir bin ich Kraft, bin ich Liebe, vom Licht bewacht. Tief in dir bist du Kraft, bist du Liebe, vom Licht bewacht. Ja, wir öffnen unser Herzen, feiern unser wahres Sein. Liebe wohnt in allen Wesen und in ihr sind wir daheim. Tief in dir bist du Kraft, bist du Liebe, vom Licht bewacht. Namaste. Namaste. Ich liebe euch und ich bin so dankbar, dass ein Teil auf diesem Weg mit euch bin. Ich war am Anfang an mit euch und jetzt habe ich mich getraut, das mich zu zeigen. Und, aber ja, ich bin dabei, war am Anfang an und seit Jahren, ich bin dabei. Ich bin in Liebe und liebe euch unendlich. Danke, dass ihr da seid. Und das ist die höchste Zeit, dass wir jetzt alle zusammen sind und auf dem Weg. Namaste. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank und Dankeschön auch für deinen Mut. Also, du hast dich gezeigt und wie. Also, klasse. Und schön, dass du da bist. Danke. Schön, danke, dass ihr da seid. Okay. Der
Wolfgang hat sich auch gemeldet. Wolfgang, wenn du auch magst. Ja, hallo zusammen. Ich habe einen Song und den würde ich euch gerne vorspielen. Also nur den Refrain. Und der passt so gut. Ich habe vorhin auf der Couch gelegen und zugehört und das Licht gespürt. Und ja, da passt dieser Song, glaube ich, ziemlich gut dazu. Ist eine Eigenkomposition von meiner oder mit meiner Band. Und da würde ich den Refrain heute gerne mit euch teilen. Ist halt direkt der Refrain. Lass uns leuchten wie die Sterne in der Nacht. Lass uns leuchten wie ein Kind, das ganz laut lacht. Du bist die Liebe auf dieser Welt und dein Licht ist das, was ewig hält. Lass uns leuchten wie die Sterne in der Nacht. Lass uns leuchten wie ein Kind, das ganz laut lacht. Du bist die Liebe auf dieser Welt und dein Licht ist das, was ewig hält. Lass uns leuchten, lass uns leuchten. Du bist die Liebe auf dieser Welt und dein Licht ist das, was ewig hält. Ja, schön, dass es euch gibt. Schön, dass es die Gruppe gibt. Danke. So schön, ein Teil davon zu sein. Herzlichen Dank. Super. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Wolfgang. Also ich merke schon, wir können das nicht wirklich mehr aufhalten mit der Musik. Ich habe es noch im Intro gesagt. Wir versuchen es noch ein bisschen zu strukturieren. Aber an der Stelle dann auch die Einladung. Also lieber Wolfgang, wunderbar. Es hat toll, toll angeklungen. Und es ist schön, dass wir uns diese Musik auch schenken dürfen. Das ist ganz, ganz toll. Also finde ich schön. Und an der Stelle würde ich gerne noch fragen, wir haben ja noch eine weitere Sängerin jetzt unter uns, ein kleiner Spezialgast. Liebe Ute, also wenn du gerne noch einen rausfeuern magst, dann feuerfrei. Wow! Hallo, so, jetzt mache ich mal mein Mikro an. Oh, ich bin so erfüllt heute Abend. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ja, liebe Nada, ich danke dir so von Herzen, dass du mich hier eingeladen hast. Ich habe so einen wilden Tag gehabt, so draußen, und dann komme ich hierher und es dauert nicht lang und ich bin ganz, ganz ruhig, ganz in meinem Herzen wieder drin. Und der Remo hat so wunderschön gespielt und die Worte sind rausgepurzelt und mein inneres Kind, das hat nur gelacht und wollte Juhu machen, ja. Ja, ihr merkt, ich bin total, ich bin total glücklich, habe richtige Glücksgefühle. Und heute Abend kam ganz oft dieses, ja, wir werden immer mehr, ja. Wir werden echt immer mehr. Das macht mein Herz so weit und so froh. Und ich sage, ja, unsere Stimmen sind vereint und ich habe einen Song. Ich habe jetzt kein Halblebig da, das ist wurscht. Das, was ich zu singen habe, das ist einfach, ja, unseres. Das ist, was wir sind. Und das Lied geht. Wir sind die Neues wagen und Veränderung braucht Mut. Wir sind die Träume leben, sich immer mehr zusammentun. Was uns antreibt, was uns stärkt, ist dieses innere Melodie. Es gibt so vieles zu entdecken in einer Welt voller Magie. Die Wahrheit befreien, alte Wunden verheilen. Was der Mensch dann erschafft, aus der eigenen Herzkraft. Und wir werden immer mehr, unsere Stimmen sind vereint. Und solange wir nur lieben, können wir alle Helden sein. Wenn Gedanken sich umkehren, kann der Frieden sich vermehren.
Wir werden immer mehr, unsere Stimmungen sind vereint. Ein kleiner Teil davon, ja, das sind wir. Wir werden immer mehr. Und das macht mein Herz einfach froh, ja, da bin ich so dankbar. Was waren wir früher? Einzelkämpfer, jeder an seinem Platz, aber darauf haben wir uns geballt vorbereitet, ja, dass wir jetzt ein Puzzle, wenn wir zusammengesetzt sind, global auf diesem ganzen Planeten, überall wachen die Menschen auf. Und ja, das bringt mir immer wieder Tränen in die Augen, weil ich sage, boah, dass ich da noch mit fast 60 dabei bin. Juhu! So, jetzt habe ich meine Freude mal rausgesprudelt. Danke von ganzem Herzen. Danke, 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 danke. Da kommt noch ganz viel Freude und ganz viel, ganz viel. Ah, das passt so sehr schön, so sehr schön. Danke, danke, danke. Ja, ihr Lieben, ich würde uns gerne mit dieser wirklich in diese frohe Weihnacht, das wird immer gewünscht, aber dass wir wirklich, das darf auch manchmal albern sein, also wirklich, dass wir wie die Kinder uns wieder freuen an Weihnachten, an diesem, ja, würde ich uns so gerne jetzt in die heilige, geweihte und in die absolut frohe, lichtvolle, gesegnete Weihnacht, in diese wunderschöne Zeit. Und wir sind all die Christkindleins, die geboren sind. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Das sind die ganzen Künstler und die Musiker. Wir sind alle von da oben, da haben wir in Harmonien geklungen. Und jetzt sind wir alle hier und bringen uns auf die Erde mit vereinten Stimmen und Klängen und Ausdruck, jeder auf seine Weise. Und die Worte reichen überhaupt gar nicht dafür. Aber ja, wir spüren es und wir sind da und wir spüren das Ja. Und jetzt weiß ich nichts mehr zu sagen. Ich habe euch alle so doll lieb und ich drücke euch ganz fest. Ich wünsche euch eine ganz, ganz frohe Weihnachten. Ja, und für die, die vielleicht nächstes Wochenende oder nächsten Donnerstag nicht können, rutscht gut in ein magisch wunderschönes Jahr hinein und lasst uns unsere Magie des Herzens und der Liebe, lasst uns richtig mitspielen. Wir gehören dazu. Maritreo hat sein Mikro noch offen. Maritreo, ich spiele dir den Klangball zu. Ja. Führen dann möglicherweise in die Stimme, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht machen wir auch nochmal alle Fenster auf hier. Ganz, ganz herzlichen Dank an diese wundervolle Beleuchtung, hätte ich jetzt fast gesagt. Also es wird immer heller, es werden immer mehr und es wird immer besser. So ist es aus meiner Sicht. Und hier jeden Donnerstag dürfen wir uns daran erinnern. Und das ist ein Riesengeschenk. Und jeder Einzelne, der hier ist, trägt auch dazu bei und bringt dieses innere Licht überall hin. Und in dem Sinne kann man nur sagen, danke, danke, danke. Lasst es euch gut gehen. Und mit euren Liebsten oder einfach nur mit eurem eigenen Licht. Ja, genießt die Zeit und auch jenseits der Zeit. Ja, Liebe strahlt heller als Licht. Und das ist auch, was aus der inneren Quelle in die Welt kommen darf. Ganz herzlichen Dank. So, und jetzt mache ich alle Mikros auf. Schau mal, ob ich das kann. Ja. Das heißt, ihr dürft es selber aufmachen, aber ich kann es anfordern. Feuerfrei. Frohe Weihnachten. Weihnachten.
Danke für eure Liebe. Wunderschön. Weihnachten. Namaste. Namaste. Segnete Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. La 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 la. No mouse, chino, chino. Ich glaube, müssen wir mal alle zusammen singen. Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Frohe Weihnachten. Denn einfach und strahlen und bringen die Freude. Und liebe Grüße an Ruhe. Frohe Weihnachten. Jo, ja, liebe Grüße an Ruhe. Gerne, das kriegt er alles gut. Das mache ich gerne. Danke, danke, danke. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.